So, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Blob Wars Episode 1 Metal Blob Solid. Ich heiße euch wieder ganz herzlich willkommen und ich möchte jetzt nicht lange faseln, sondern das letzte Mal hatten wir ja die Überflut in Tunnel 3 probiert. Wir haben die Überflut in Tunnel 2 erledigt. Ich probiere jetzt mal die uralte Begräbnisstätte. So, dort gibt es einen Feuerkristall. Eines der uralten Kristalle, nachdem die Alienrasse sucht. Aufgabe ist einfach, reingehen, Kristall als ersten holen. Ja, es werden dort wahrscheinlich durch die Gegend wandern. Und ja, ich soll extra wachsam sein, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass Galdorf höchstpersönlich, Galdorf ist hier der Überbösewicht, dass Galdorf höchstpersönlich vorbeischauen wird, um mich aufzuhalten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen einfach an mit Zocken. Dafür sind wir ja hier. Gut, ich muss 11 Mias retten. Ich muss mir Zugang zur oberen Ebene verschaffen. Ich muss Galdorf bekämpfen. Ich muss das uralte Feuerkristall finden. Ich muss 100 Gegner besiegen und 6 Hit-Kombos mit der Spreadgun. Na toll. Ja, das war gut. Das sollte ich wiederholen. Och nö. So, ich hab den Lift aktiviert. Perfekt, die hab ich noch gekriegt. Wiedersehen. Schienengewehr. Perfekt. Dich wollte ich. Und Spreadgun. Naja. Das war keine ausreichende Hit-Kombo mit der Spreadgun. Wunderbar, erledigt. So wie das sein soll. Das heißt, ich kann jetzt ab jetzt wirklich immer das Maschinengewehr verwenden. Hier gibt es wieder Kirschen. Manchmal denke ich, mein Kirschen klingt wie Kirchen. Sind natürlich Kirschen. Ich da jetzt gerade für einen Schwachsinn fabriziert habe. So, weiter geht's. Und ein Maschinengewehr, das wollte ich doch. Das ist perfekt. Fast wäre ich da hinten runtergefallen. Gut. Ich
das natürlich nicht. Schade. Dann müssen wir eben da lang. Wo geht's da hin? Okay, das war jetzt ein bisschen suboptimal. Nein. Ich weiß schon wieder, wie ich das mache. Natürlich, ich meine, ist ja auch nicht kompliziert. Ich schmeiße diesen da runter. Schieb den da rüber. So. Ich schmeiße den da runter. Dann muss ich den rüberschieben. Ein Mir, zwei Mir, drei Mir. Ausgezeichnet. Was ich dann noch machen soll, keine Ahnung. Der hat mich schon wieder voll mit Granaten erwischt. Der hinterhältige Mensch. So, die Dinger zurück und auf Wiedersehen. Ach nee. Ah, Kirschen. Kirschen. Nochmal Kirschen. Perfekt. Das reicht mir. Komm, 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 Kirschen. Ah, fast. Fast, fast, fast. Gut, dann gehen wir jetzt hier hoch. Wir haben offensichtlich keinen bronzenen Schlüssel, aber da hinten geht's auch nicht weiter. Bronze? Nein. Nein, nein, nein. Da geht's auch nicht weiter, da ist der bronzene Schlüssel. Wie sieht's denn eigentlich kartentechnisch aus? Kartentechnisch sieht das so aus. Das heißt, ich werde da hinten runter gehen jetzt. Hier. Einfach fallen lassen. Einfach fallen lassen. Scheint zu funktionieren. So, wie geht's kartentechnisch weiter? Da unten ist Wasser. Das ist gut. Das heißt, auch da. Geronimo. Einfach fallen lassen. Hoch, 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 hoch. Schlüssel holen und wieder raus. Goldener Schlüssel. Ein paar Gegner bekämpft. Egal, Maschinengewehr. So. Könnte funktionieren. Muss aber nicht zwangsläufig. Deswegen schaue ich mir wohl erstmal an. Wie viel habe ich eigentlich? 12 Mias im Gebiet. 5 habe ich schon.
darum weiter, ja, darum geht's weiter. So. Komm hoch. Trau dich. Auf Wiedersehen. Ah, ich habe gerade so einen Kratzen im Hals. Aber die blöde Explodiererei, die geht mir so auf den Keks. Ah. Ja, natürlich ist die Tür geschlossen. Ist ja auch selbstverständlich. Ah, ich muss jetzt mal das Mikrofon ausschalten kurz. So, jetzt geht's weiter. Ah, das ist ganz bescheuert, wenn man Frosch im Hals hat. Man sollte halt nicht so viele Frösche essen. So. Was ist da unten? Da unten ist Lava. Lava? Lava. So. Da unten war auch Lava. Lava. So. Da hinten war die Geschichte. Diese Lags, das liegt an meiner Aufnahmesoftware. Die scheint irgendwie, ja, klickt einen ein bisschen der Kombination von Aufnahmesoftware und so. Das heißt, ich riskiere das jetzt einfach. Ich gehe jetzt einfach da runter und hoffe, dass ich da schnell genug wieder hochkomme. Fast funktioniert. Ich habe Hermoin gerettet. Echt? Harry Potter gab es damals doch noch gar nicht. Will ich da rüber? Ah, das ist auch riskant. Das ist richtig riskant. Traue ich mich oder traue ich mich nicht? Also hoch komme ich schnell genug. Aber runter? Na egal. Ach egal. Und raus hier. So, Dele. Der hätte keine Kirschen für mich gefallen lassen. So, Dele, jetzt geht's da oben hin. Dort gibt's nämlich... Ah, Kirschen. Und eine Spreadgun. Ach ja. Ein Spreizgewehr. Und Kirsche, Kirsche. So. Ist doch schon mal schön, wenn ein Plan funktioniert. Sollte man nur noch einen Plan haben. Grüne Keycard. Ich habe die blaue. Ui, das war knapp. So, Dele. Jetzt, Dele. Da gibt es offensichtlich eine grüne.
Wo geht's da hin? Da geht's genau dahin, wo ich eigentlich auch wieder hin will. Ich könnte natürlich den ganzen Spaß zurück. Aber das würde ich nicht wollen. Hat mäßig funktioniert. Ist aber auch nicht wichtig, wirklich. Also nicht wirklich wichtig. Rache. So. Habe ich gerade irgendein Effort gesagt? Nein, kann nicht sein. Unmöglich. So. Das ist Bronze. Jetzt muss ich natürlich hier aufpassen. Perfekt. Also was heißt perfekt? Schön, gut, ausgezeichnet, was auch immer. Die bronzene Tür war nicht da oben. Nein. Doch. Ist da hinten noch irgendwas gewesen? Ich bin bloß neugierig. An für sich glaube ich nicht, dass da noch etwas Überraschendes wäre. Ja, da war ich. Da habe ich alles getan, was ich denke, was ich tun könnte. So, ich verschaffe mir jetzt Zugang zu den oberen Ebenen. Und das hier ist Aldorf! Offenbar. So. Galdorf besiegt. Und jetzt müsste ich ja... noch ein paar Mias retten. Entschuldigung. Ich hab's gerade wirklich im Hals. So, sehr schön. Ich brauche noch einen Mia. Der müsste da oben sein. Uah. Komm, Framerate, geh wieder hoch. Wunderbar. Oh je, das Video wird wieder so außerhalb von... Außerhalb, genau. Sync sein, out of sync sein. Das ist unglaublich. Komm, ja, ja, ja. Kirschen, Kirschen. Kirschen, Kirschen, Kirschen. Keine Kirschen. Ach ja. Ich bin für ein paar Kirschdrops. Das war jetzt mäßig zureichend und hat nicht mal was gebracht. So ein Humbug. Nun gut. Dann probieren wir eben den Weg, wie er vermutlich vorgesehen ist. Ah, Kirsche. Hui. Zehn Gegner. Und ein Maschinengewehr. Und ganz viele Kirschen. Ach ja, ist das schön. So, Dele.
So, ich habe jetzt irgendeinen Lift aktiviert. Keine Ahnung, was für einen. Dafür habe ich das wahrscheinlich gemacht. Damit ich hier wieder zurückhüpfen kann. Wunderbar, der hat mir das schon gegeben. Und nochmal Kirschen. Perfekt. So, welchen Lift habe ich denn jetzt eigentlich aktiviert? Wahrscheinlich da drüben einen. Ja. Ich vermute, ich habe diesen. Genau. Der war vorher nicht aktiv. Das bin ich. Ärgere mich nicht. Sehr gut. So, jetzt muss ich ja natürlich nach wie vor schade. Jetzt muss ich ja natürlich nach wie vor irgendwo noch einen Schalter finden, der mir die Tür da unten bei diesem Feuerkristall öffnet. So, wo geht's hier weiter? Da geht's weiter. Ja, ja, dass die so einen Spaß immer bei der Lava machen müssen, das ist unglaublich. So, Crystal Room Door opened. Herrlich. Jetzt ist bloß noch die magische Frage, wie komme ich da hin, aber da muss ich gar nicht mehr hin. Denn ich brauche noch einen mehr. Und den kriege ich dadurch, dass ich da ganz normal rüberlaufe. Und dann habe ich den Lift hier aktiviert. Jetzt darf ich natürlich warten. Das ist ja natürlich ganz klar. Jetzt muss ich bloß noch wieder ganz zum Anfang von dem Level und dann habe ich das hier auch geschafft. Oder noch viel besser, dann haben wir beide das geschafft. Wir beide. Ich und mein imaginärer Freund hier. Haben wir das geschafft. Ihr Zuschauer und ich. Finde ich übrigens nett, dass ihr mich so ertragt, weil, also ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt, die sind echt anstrengend. Halleluja. Ich kann mit anderen Let's Playern nicht mithalten, definitiv. Also, mit manchen vielleicht schon, aber... okay. Ich habe da jetzt auch gerade gar nicht große Lust drauf, rauszufinden. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich vermutlich hin. Genau. Nein, da auch nicht. Die Karten sind teilweise ein bisschen unübersichtlich, aber ich glaube, jetzt habe ich's. Menü. Perfekt. Das Ganze sogar ohne da die Spreadgun aufzuheben. Die Tür ist offen. Und ich habe die Mission erledigt. Herzlichen Glückwunsch. Ich klopfe mir mal schnell auf die Schulter. Ich bedanke mich wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit.
Und sag auf Wiedersehen. Wir haben schon wieder 20 Minuten verbraucht. Länger als 20 Minuten. Gut. Wir gucken mal, was hier als nächstes kommt. Die vergessenen Höhlen. Und da drüben die überfluteten Tunnel. Allerdings brauchen wir hierfür nach wie vor die Wasserlunge. Deswegen werden wir als nächstes sehen die vergessenen Höhlen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer ihr habt. Auf Wiedersehen.